Ja, einen wunderschönen Dienstag wünsche ich euch allen hier auf dem Channel Order of Gamers. Ich bin Freya und wir zocken natürlich Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Und wow, ich bin echt begeistert. Mittlerweile kriege ich das richtig gut hin, diesen Namen zu sagen. Ja, willkommen, willkommen. Ich trinke noch ein genüsslich ein Schlückchen Kaffee. Oh. Bevor wir dann doch wieder losstarten. Und zwar, wir waren beim letzten Mal ja hier unten gewesen. Dann haben wir hier eine Nebenquest gemacht. Es ist nicht mal eine Woche her, Leute. Und ich weiß es schon nicht mehr. Aber gut. Ich habe aber auch ein Gedächtnis wie ein Sieb. Das wird mir später im Studium bestimmt richtig gut helfen. Ja, und dann dachte ich mir so. Ey, bevor du jetzt hier lang gehst, komplett, um da die Hauptquest zu machen, wo die dich bestimmt danach nochmal hier überall lang führen. Nee, gehst du gleich zur Hauptquest. Und das ist unser Plan. Ja, dann seid ihr auf jeden Fall mal im Bilde und ich hoffe, euch geht's soweit gut. Vielleicht noch eine kleine Anfrage vorweg. Ich hatte ja jetzt geplant, die DLC, die jetzt hier in diesem Spiel schon mit dabei sind, also die wir jetzt auch schon quasi machen. Stirbst du vielleicht mal? Also wirklich, unhöfliche Bratze. Dass wir die ja nicht aufnehmen, also dass ich die nicht aufnehme und euch zeige, weil es etwas den Rahmen sprengen würde. Wenn ihr jetzt aber doch sagen solltet, bitte Freya, bitte, bitte mach das oder so, dann wäre ich natürlich bereit, das zu machen, weil ich möchte natürlich euch auch nicht mit Content langweilen bei uns auf dem Channel, wo ihr gar nicht so Lust habt und dann könnte ich mich halt auch anderen Dingen widmen. Also müsst ihr mir Bescheid sagen, ob ihr da Bock drauf habt, da noch weiter zuzugucken. Bei Zocken werde ich es auf jeden Fall. Das mal außer Frage. Ich frage mich halt nur, möchtet ihr das weiterhin sehen? Was ist das? Ein Haufen. Wir plündern den Haufen. Ich finde, Haufen ist einfach so ein komisches Wort, dass man das für verschiedene Begebenheiten nimmt. Also, weiß nicht, jedes Mal, wenn ich Haufen lese, muss ich halt wirklich an den Hundehaufen denken. Ich weiß auch nicht. Vielleicht stimmt auch was mit mir nicht. Kann ja gut sein. Höchstwahrscheinlich sogar. Aber ja. Voll ins Gesicht. Batz. Ja, komm. Mein Mann nicht hier aufmucken zu wollen. Einmal? Okay, dann töten wir dich so. Irgendwann kriegen wir noch die zusammen, die wir mit Magie töten wollen. Okay. Och. Flüchtlinge. Würde ich sagen, gehen wir direkt auf dem straighten Weg dorthin. Gucken, nicht, dass ich wieder abgelenkt werde und ich doch dann irgendwas anderes mache, wie jetzt zum Beispiel, wo ich schon hier wieder zu irgendwelchen Reagenzien gehe, die ja nicht unbedingt wichtig sind, weil bis jetzt mache ich damit nicht so viel. Oma Wogard ist auf der Suche nach seinem kleinen Mädchen. Sagt ihm Bescheid, falls ihr einen Rotschopf namens Lyra sehen solltet. Oh nein. Das ist das Viertel, das in den frühen Tagen des Krieges von den Tuatha niedergebrannt wurde. Es wurde natürlich alles wieder aufgebaut, aber wenn ihr mich fragt, war das ein Zeichen der Götter. Wir sehen uns. Ein weiterer Tag in der Sonne. Hallo. Flüchtlinge, die keinen Wird richtigen auch Namen haben. Hast du einen Namen? Du hast einen Namen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe es euch bereits gesagt und ich sage es euch erneut. Wir brechen auf, sobald es irgendeinen anderen Ort gibt, an den wir gehen können.
Sagt euren Freunden in Emaire, dass wir, solange die Tuata unser Zuhause niederbrennen, weiter nach einem Ort suchen werden, an dem wir uns niederlassen können. Okay, sorry, Dude. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Und ich kenne die Tuata. Ich selbst habe im Krieg mehr als genug von ihnen getötet. Ich bin Elrod Edman, Anführer dieses erbärmlichen Trupps von Bittstellern. Wir kommen von den Höfen der Tyvilli-Küste. Doch wenn ihr nun dorthin geht, werdet ihr nur noch Ruinen vorfinden. Die Stoßtrupps der Tuata haben uns dort mit Schrecken überzogen, wo wir am sichersten waren. Zu Hause. Unter uns gibt es Spione, meine Liebe. Und sie müssen aufgespürt werden. Werdet ihr mir helfen? Sehr interessant, wo er jetzt doch einen anderen Ton anschlägt. Erst so, halt, nein, grummel, grummel, grummel. Und jetzt so, unter uns gibt es Spione, meine Liebe. Wir müssen aufgespürt werden. Ja, ist okay. Woran denkt er denn? Sie, was sonst? Ich würde es ja selbst tun. Aber ich muss meine Leute anführen. Sie haben keine nennenswerte Hoffnung mehr. Meine Stärke ist alles, was ihnen geblieben ist. Er ist ein ganz schöner Arsch. Sehr schön. Dann sollten wir unauffällig vorgehen. Es gibt 3 Personen, die ich verdächtige, für die Tuata zu spionieren. Sie werden in Gold bezahlt. Es gibt keine Belege für ihre Taten. Anret Amphast gibt sich als Rekrutierer des Militärs aus. Froma und Nack hingegen sind Bewohner unserer Lager in der Ebene. Seid vorsichtig. Geht davon aus, dass sie eng miteinander verbunden sind. Seid schnell. Seid erbarmungslos. Anret schleicht meistens in den Schatten der verlassenen Ebene herum. Versucht es in Emaire oder den westlichen Feienlanden. Froma und Nack findet ihr vermutlich in einem der Flüchtlingslager im Osten. Viel Glück. Ist er vielleicht etwas wahnsinnig und beschuldigt deswegen andere Leute, oder sind die wirklich schlecht und haben ihm verraten? Also, ich finde es sehr interessant, wie Easy Peasy sagen kann, ja, bring die um. Und wie er von seinen Leuten redet und wie er mit mir gesprochen hat. Junge, ein bisschen mehr Respekt. Okay. Gerade auf der Karte ein bisschen. Okay. Willkommen. Hello. Sehr gut, ich habe Reagenzien gepflanzt, die ich dann gleich wieder abernten kann. Finde ich gut, finde ich gut. Ich hoffe, ihr hattet einen sehr entspannten Start in die Woche. Bei mir war das ein bisschen überrumpelnd. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich angenommen, dass ich noch eine Woche noch frei hätte. Also semesterfreie Zeit. Also das sind ja so Semesterferien. Das ist ja, funktioniert nicht richtig wie normale Ferien. Man hat halt trotzdem Aufgaben zu erledigen und sowas. Deswegen so viel Freizeit hatte ich jetzt nicht in den letzten Tagen, in den letzten 2 Wochen. Aber es hat gereicht, um ein bisschen zu entspannen. Aber bei mir fällt diese Woche ein bisschen was aus. Und aus irgendeinem Grund hat sich bei mir das so ein bisschen eingeschlichen, dass ich dachte, ich hätte halt komplett frei. Und bin halt dementsprechend gestern ein bisschen aus allen Wolken gefallen, dass ich gedacht habe, so was? Wie, ich habe morgen Uni? Nee. Da musste ich erstmal nachgucken. Da dachte ich so, ach nein, da hattest du ja gar keine Lust drauf. Ich hätte noch so ein paar Aufgaben so ein bisschen aufgeschoben und so. Ja, kannst du vergessen. Deswegen, also, für euch ist es dann gestern gewesen, für mich war es dann heute. Er blutet ganz schön stark, oder? Also, ja, das,
Deswegen dachte ich jetzt. Jetzt läuft er zurück. Sollen wir mit ihm reden oder lassen wir ihn verbluten? Also ich meine, guckt euch mal an, wie viel Blut da rauskommt. Also nicht, ich lache nicht darüber, dass er leidet, sondern einfach, dass es so lächerlich aussieht. Bitte. Ich wurde ausgeraubt. Der Kerl hat mich niedergestochen und ist abgehauen. Verdammt. Ich kann nicht glauben, dass ich das Amulett verloren habe. Verdammte freie Männer. Die Flüchtlinge sind ein leichtes Ziel. Wir können nichts tun, um uns zu verteidigen. Entschuldigung, aber wie auf einmal von diesem wehleidigen zu diesem verdammte freie Männer. Alter. Ja, finde ich gerade sehr amüsant. Vielleicht bin ich ja verrückt geworden, das ist okay. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, so, Freya, du bist verrückt, das ist okay. Er kam von den Klippen. Ein Bandit, nehme ich an. Hat mich von hinten niedergestochen. Dann ist er mit meinem Ranzen in der Hand und einem teuflischen Lächeln im Gesicht geflohen. Das Amulett meiner Mutter ist weg. Das letzte Geschenk einer gütigen Frau für ihren geliebten Sohn. Ich bin nicht in der Verfassung, die Verfolgung aufzunehmen. Könnt ihr mir helfen? Oh, ihr lügt. Das tue ich. Mein verräterischer Partner hat mich niedergestochen, als ich ihm den Rücken zuwandte. Und dann hat er meinen Beutel gestohlen. Nicht, dass es eine Rolle spielt. Wenn ihr mir dieses Amulett bringt, bezahle ich euch dafür. Ganz einfach. Ob es mir nun gehört oder nicht. Ich will es haben. Ihr habt das Amulett gestohlen. So, der alte Imundas weiß, was passiert ist. Tja, ich habe das Amulett nicht. Geld hat es. Er hat es mir weggenommen. Im Tausch gegen sein Dolch in meiner Schulter. Er ist nach Norden. Okay. Wirklich mega interessant. Ja. Deswegen, vielleicht bin ich auch einfach nur verrückt geworden und finde das deswegen so amüsant. Aber der hat einfach geblutet wie sonst was. War richtig abnormal. Gebt mir einfach eine klare Antwort. Ist der General noch in der Wiege des Sommers? Das ist sie. Auch wenn es vielleicht nicht gut für sie ist. Aber die Karten lügen nicht. Sie wird dieses Tor niemals öffnen. So hat es das Schicksal entschieden. Ja. Nun gut. Ich schätze, dann werden wir das Schicksal wohl einfach ändern müssen, nicht wahr? Okay, quatsch erstmal mit ihm. Ich bin in offiziellem Auftrag unterwegs. Sollte die also nicht von der Alpha-Armee geschickt worden sein, haben wir keinen Grund, miteinander zu sprechen. Ihr könnt jeden fragen und werdet immer dieselbe Antwort erhalten. Sie sind Tiere. Die sterblichen Völker bedeuten ihnen nicht das Geringste. Für sie sind wir nur Staub. Steht eure Spionage? Ich? Ein Spion? Das ist ja lächerlich. Ihr solltet vielleicht mit dem Trinken aufhören, solange ihr noch einen Rest von Verstand besitzt. Oder vielleicht sollte ich euch auch persönlich aufhalten. Ja, geht nur. Hey! Was benötigt ihr? Wieso hat er mich angegriffen? Junge! Aber schon chillig, wie er da so liegt. Wäre ich im Yoga bewandert, könnte ich, oder im Pilates, könnte ich euch bestimmt sagen, was das für eine Übung ist. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Als würde uns Helios persönlich mit einem Lächeln wärmen. Welchem Umstand verdanke ich eure Aufmerksamkeit? Ich kann nur einige wenige Augenblicke erübrigen. Der Göttersturm wartet auf meine Rückkehr. Und er mag es überhaupt nicht, wenn man ihn warten lässt. Was ist der Göttersturm? Ja, der Göttersturm ist das gewaltigste Ereignis, das unsere zerbrechliche Welt je gesehen hat. Er war eine Schlacht, eine Auseinandersetzung zwischen den Feinden. Sie nennen ihn den verdorrenden Krieg. Aus diesem Grund bin ich auch nach Emaire gekommen, um ein Buch zu vollenden. Das maßgebliche Werk zu diesem Thema. Das Dorf ist wirklich nett und ruhig, auch wenn mir die Neuankömmlinge keinen Frieden lassen. Bedauerlicherweise fehlen mir die letzten wenigen Quellen, um die ganze Geschichte erzählen zu können. Die Arbeiten der berühmten Schriftgelehrten
Ewald, Dulsten, Kallas und Wildfrold. Einfach unauffindbar. Dabei war ich so nah dran. Ich fürchte, sie sind für alle Zeiten verloren. Und große Geister wie Ewald und Kallas sind selten. Ich vermute, ihre Arbeiten wurden über die gesamte Ebene verstreut. Verstreute Möget Dokumente. Ihr Ithenes Weisheit finden. Das interessiert immer noch keinen, dass er da so liegt. Aber gut. Hey. Soll ich dir die Heilerin vorbeischicken? Nein? Okay. Danke, dass ihr den ganzen weiten Weg auf euch genommen habt. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber es scheint, als wäre General Tilera noch immer hier, im Exil. Weshalb ist sie? Weil sie beinahe die Festung Melsenshir verloren hätte. Tilera hatte vor langer Zeit unsere Truppen angeführt. Doch dann schickten die Tuata einen Gegner ins Feld, den sie nicht bezwingen konnte. Ihre Truppen haben den Rückzug aus Klurikon nur mit Mühe und Not überlebt. Viele gaben ihr die Schuld für diesen Verlust. Sie hatte gewaltige Hoffnungen geweckt, die dann zerstört wurden. Das war Tileras Verbrechen. Und sie hat dafür bezahlt, Tag für Tag. Ich soll sie dort treffen? Ihr seid so schnell wie eh und je. Tilera ist in der Wiege des Sommers, verbannt von den Schlachtfeldern Melsenshirs, bis sie ihre Vergangenheit wieder gut machen kann. Nach Aussage dieses Schicksalswebers sucht sie nach einem Artefakt aus Ur-Ul-Tusk, das die Belagerung durchbrechen und unseren Streitkräften helfen könnte. Aber sie kann es nicht allein schaffen, denn die bedauernswerte Tilera ist nicht dazu bestimmt, jemals erfolgreich zu sein. Und an diesem Punkt kommt ihr ins Spiel. Okay. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass General Tilera irgendwo im nördlichen Eratel nach einer Möglichkeit sucht, den Verlauf des Krieges zu ändern. Ich glaube, sie hat eine Einheit nach Ur-Ul-Tusk geführt. Ihr dürftet genau das sein, wonach der General sucht. Eine Kiste. Schauen wir uns noch kurz oben um. Seid gegrüßt. Ist hier eine Ausbilderin? Und ja auch langsam Zeit. Endlich mal ein neues Gesicht. Ich dachte schon, ich würde mich hier in diesem Tresen in Staub verwandeln. Allein und gelangweilt, nachdem ich mich seit Tagen mit keiner anderen Seele mehr unterhalten habe. Han will, dass ich hier oben bleibe, weil ich ihm da unten die Ohren voll plappere. Als wäre das etwas Schlechtes. Dieses Dorf ist manchmal ein richtiger Friedhof. Ein paar Gespräche würden ihm gut tun. Molly, Yannick, zu euren Diensten. Ich lehre die Kunst der Alchemie. Zumindest das, was sich lehren lässt. Das meiste an ihr ist jedoch eine Gabe. Entweder man besitzt sie oder eben nicht. Ihre Stimme, ihre Synchronstimme kommt mir super bekannt vor. Ich weiß aber leider nicht, woraus. Ah! Kann ich? Ja! Nochmal konnte ich das nicht, gut, ne? Ihr seid zurück. Wagt es ja nicht, mich hier diesem Leben der Einzelnen. Lasst von euch hören. Das finde ich gut. Okay, hier war nix. Also schon, aber... Wir müssen ja nicht immer die Finger lang machen, oder? Ja, okay. Jetzt müssen wir hier hoch. Aber das ist okay, dann gehen wir einfach hier entlang. Und schauen mal, was so abgeht. Gibt es hier noch in dem Dorf irgendwas? Ah, okay. Dann holen wir jetzt doch, glaube ich, erst das Buch noch, wenn wir schon mal da sind. Und da ist noch eine Truhe. Dürfen wir die haben? Bitte dürfen wir die haben. Ja, wir dürfen die haben. Messert selbst. Wirklich. Und dafür habe ich zwei Dietriche vorher verschwendet, ne? Ah, dieses Spiel ist manchmal so unverhältnismäßig. Hallo? Okay.
Okay, jetzt zittert etwas. Ich wollte gerade sagen, setz dich mal hin und arbeite. Ja, bleib sitzen. Good boy. Ach ja, wir wollen es ja nicht übertreiben. Aber ist er ein Händler? Er hat bestimmt nichts Gutes. Oh, hallo. Ich glaube nicht, dass ich euer Gesicht schon einmal gesehen habe. Fremde sind in einem Dorf wie diesem eine ziemliche Seltenheit. Guten Tag. Ich bin Anka Edmure, Scholar und Novize in der Kunst des Gemmenschleifens. Natürlich bin ich möglicherweise nicht mehr besonders lang ein Novize. Nicht, wenn die Scholia Arcana erst einmal über meine jüngsten Entdeckungen gelesen hat. Okay. Ah, okay, er hat Gemmen. Ja, das interessiert uns nicht. Gemmen haben wir nicht. Also sind wir nicht so gut drin. Was aber noch nicht ist, kann ja noch werden. Oh, da ist noch eine Kiste. Die brauchen wir. Ich will sie. Ich will die Kiste. Und natürlich... Ups. Falsche Taste. Alles. Gib mir alle Reagenzien. Ah. Sind sie da? Passt auf euch auf. Jo. Da. Okay. Dann. Laufen wir hier hoch. Um hier reinzukommen. Könnten wir ja nicht so wirklich weit der Hauptquest bis jetzt folgen. Ich meine, wir latschen und latschen und latschen. Das ist eine Höhle. Okay, da laufe ich mal dran vorbei, damit ich beim nächsten Mal schnell reisen kann. Jetzt sagen, wo seid ihr? Akkuradius, echt, wirklich. Da hat nicht mal was dabei. Unhöflich wie Sau. Okay, die ist zu weit weg. Ich habe nur gesehen, Tour auf der Minimap und dachte mir so, hey, stopp, aber nee. Wir wollen ein bisschen straighter sein. Der mich nicht immer so sehr ablenken lassen. Hallo. Ich bin's. Mann, ach, du dummes Spiel. Ach, kommt schon. Warum wollt ihr denn jetzt unbedingt, dass ich diese Pflanze abernten kann? Diese Reagenz. Oh Gott, Mann. Seid doch so dreckig, ey. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Wirklich, ich wollte ihn meucheln.
Ach Mann, dieses Spiel gibt einem echt nicht Spaß, was das angeht. Ständig sehen an die Gegner oder das wird verhindert, dass man das tut. Das ist nicht fair. Aus dem nackten Schmutz entsprangen die Majestätischen, die Erstgeborenen der Wildnis von Eshara. Um sich herum hörten sie das Lied des Reichtums eines einstigen und zukünftigen Sommers. Und sie antworteten. Und die Erde bewegte sich. Der Baumeister formte, der Architekt baute, die Gestaltgeberin schuf. Als die Erstgeborenen ihre Heimat jenseits des Schleiers verließen, wurden sie mit einem Schrei zerschlagen, der noch immer im Herzen jedes Gottesbaumes und Berges nachhallt. Dann Leere, gefolgt von einem sich verdunkelnden Himmel, und der Frost weinte den ersten Winter. Hier würde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlicher gucken, weil wir hier höchstwahrscheinlich... Wo? Dort? Ach, kommt schon, Leute. Seid mal nicht so. Genau, weil ich vermute, dass hier mehr von diesen Steinen sind. Bei den nächsten Gegnermassen müssen wir auch mal wieder unsere Schicksalskraft ausgeben. Und mal ein bisschen auf den Putz hauen. Geht ja gar nicht. Was? Der Wasserfall ist nichts? Oh. Täuschend. Auf jeden Fall noch eine Quest in der Nähe. Ach. Hallo? Oh, hallo. Wunderbares Wetter. Habt ihr zufällig Sativa-Fasern? Falls nicht, ist es nicht so schlimm. Ich suche einfach weiter. Wunderbares Wetter. Okay. Lila Yannick. Wusstet ihr das nicht? Ich dachte, deswegen sprecht ihr mit mir. Ich sammle Pflanzen, um sie zu verkaufen, zu mischen, zu essen. Bei einigen habe ich noch keine Verwendung gefunden. Im Moment hätte ich gerne frische, ungepflückte Sativa-Fasern. Ich weiß, wo sie wachsen. Doch die Spinnen lassen mich nicht in ihre Nähe. Oh, hallo. Seid ihr eben erst angekommen? Okay, ich kann sie besorgen. Tut es nicht meinetwegen. Die Wiege des Sommers wird sich meiner annehmen. Sie haben ein Nest in einer der kleinen Spalten am Fuß der Klippen. Ihr erkennt es an all den Leichen. Okay. Hat sie irgendwas Cooles? Ballenverstärker, Juwelenknüppel. Nee. Echt nichts Geiles. Oh, auf Wiedersehen. Aber sie scheint sehr verwirrt zu sein. Bist du extra von da hinten gekommen, um mich anzugreifen? Oh, das ist aber so lieb von dir. Wo? Hä? Junge! Könnt ihr bitte das nächste Mal in Massen auftreten? Für einen Wolf will ich da nicht anfangen, meine Schicksalskraft auszugeben. Das macht ja gar keinen Sinn. Hm.
Was seid ihr für eine Sekte? Ups. Die Taste. Natürlich, dieser hier. Oh. Schwer? Nee, danke. Nee, danke. Seid ihr eine der Eindringlinge? Eines der Kinder des Staubs? Was könnten wir euch denn noch geben, dass ihr euch nicht schon genommen hättet? Die Wiege des Sommers ist keine Blume, die man sich einfach pflückt. Welche Eindringlinge meint ihr? Sterbliche. Kinder des Staubs. Jene, die nur danach streben, die Schätze des Landes zu stehlen, dem wir entstammen. Deren einziges Ziel es ist, den tiefen Schlummer zu beenden. Sterbliche wie ihr, die die Natur ihrem Willen unterwerfen wollen. Die danach streben, dass sie sich als Dienerin vor ihnen verneigt, statt sie als Führerin und Mutter anzunehmen. Sterbliche. Diebe, Lügner und Schwächlinge. Sie haben Gegenstände von gewaltiger Macht gestohlen. Sie haben die drei Stäbe gestohlen. Okay, was sind das für Stäbe? Es sind Rivena Tarsus, Dämmerfrost und Enders Feuer. Drei unglaubliche Waffen, geschmiedet, um einen Krieg zu beenden, der drohte, eure sterbliche Welt zu verschlingen. Derartige Kostbarkeiten, Gegenstände von solcher Macht und Bedeutung, dürfen nicht offen aufbewahrt werden. Und so wurden sie hier versteckt, zumindest bis die Eindringlinge sie gestohlen haben. Oh nein, kann ich helfen? Ein Kind des Staubs möchte dem Kreislauf helfen? Nun, das ist beispiellos. Wenn ihr jenen von uns, die sich im tiefen Schlummer befinden, wirklich helfen wollt, seid ihr uns willkommen. Die drei Stäbe wurden aus der Sylhöhle gestohlen und von den Dieben zerstört, die weder ihre Macht noch ihren Wert erkannten. Ich habe ihre Todesschreie gehört. Die Bruchstücke müssen geborgen und die Stäbe neu geschmiedet werden. Wenn euch dies gelingt, seid ihr der Wiege würdiger, als ich es mir je hätte vorstellen können. Doch dies wird vermutlich nicht geschehen. Für diese Antworten suche ich die Weisheit des Schlummers. Denn in den Träumen werde ich erfahren, wo sich diese Diebe aufhalten. Raff, Porta und Hagni. So eilt dahin. Okay, also noch eine Nebenquest, die ich demnächst noch machen kann. Ist hier noch... Warte. Was haben wir hier? Okay, da sind die Spinnen. Ich würde trotzdem in die Richtung mal gehen und mir anschauen. Aber das, ich würde gerade sagen, das sind doch nur Spinnenleichen, aber nee, da sind wirklich Spinnen. Ah, es sind auch nur zwei. Ach, komm schon. Huch. Ach, komm. Dann machen wir das einfach. Wir kriegen halt einfach die ganze Zeit keine neue Seelenkraft. Vielleicht behalte ich ja noch was über. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen Stufenaufstieg. Das ist natürlich... Nehmen wir alles mit. Noch eine Truhe. Ach hier. Ich wollte gerade sagen, warum? Was soll ich durchsuchen? Aber das macht Sinn. Okay. Schreit bitte. Du! Okay, so war das nicht gedacht. Schreit bitte. Ich würde sagen, schreit bitte, wenn ihr einen Stein findet. Aber... Ja. War das nicht gedacht? Ja, aber ja, die Spinnen. Sau unhöflicher Drecksviecher. Gehen wir hier rein. Okay, dann hier wäre wirklich die Höhle. Hier ist auch kein... Stein mehr. Da
Da vorne ist noch ein Dude oder eine Dudette. Hallo. Den Göttern sei Dank, endlich kommt jemand. Ja, ich bin der Schurke, den ihr sucht. Und ja, ich habe meinen Partner niedergestochen. Macht mit mir, was ihr wollt, aber bitte, bitte nehmt das Amulett. Es gehört euch. Okay. Ich sage euch warum. Dieses Feienamulett gehörte Amann, dem Gerissenen. Und es ist verflucht. Ich hielt es wie die meisten für eine Legende, aber inzwischen weiß ich es besser. Der Fluch ist real. Meine Narben sind der beste Beweis. Ihr müsst versuchen, es loszuwerden. Oder ihr reist zu Amans Höhle, um den Fluch zu brechen. Deshalb bin ich jedenfalls hier. Bitte, nehmt das Amulett. Ich bin zu schwach. Ich kann mich seinem Einfluss nicht entziehen. Wenn ich es noch länger behalte, sterbe ich. Okay, wer ist das? Vielleicht der heimtückischste und verspielteste Feienmagier, der je die grünen Lande des Sommerhofes betreten hat. Spuren seiner Zauberei finden sich überall in den Feienlanden. Amans Sylhöhle ist nicht weit weg. Sie ist hier in der Wiege des Sommers. Dorthin muss ich nun, um mein Seelenheil zu finden. Okay, und was ist das Amulett? Der Legende nach hat es Aman erschaffen, indem er Blitz, Feuer und Eis kombinierte. Mit einem arkanen Zauber, den er aus der Scholia Arcana gestohlen hatte. Ich weiß nur, was ich gesehen habe. Sobald das Amulett in eurem Besitz ist, wird es euch peinigen. Nur die Stärksten ertragen seine Bestrafung. Jemand wie ihr. Oh, eigentlich will ich es nicht. Jetzt mal ohne Mist. Wenn ich das annehme, dann wird es mich peinigen. Also warum sollte ich es annehmen? So, jetzt kommt die Wiege. Möchte ich EP oder möchte ich genervt werden? Also möchte ich, wenn ich halt EP nehme, also haben möchte, werde ich definitiv genervt oder bin sogar geschwächt. Oder ich scheiß auf die EP und lass ihn auf seinem Amulett sitzen. Ah. Ja, komm, wir nehmen so eine Erleichterung. Ihr habt ja keine Ahnung, wie lange ich versucht habe, das verdammte Ding loszuwerden. Um seinen Fluch zu brechen, müsst ihr das Amulett in Amans Sylhöhle reinigen. Aman will, dass ihr sein Reich betretet und dessen zahllosen Gefahren trotzt. Falls euch das gelingt, dürft ihr das Amulett behalten. Wenn ihr mich fragt, ist das ein hoher Preis für ein billiges Schmuckstück. Ade. Okay. Oh, what? Okay, du bist krank. Jeder Angriff besteht die Chance, dass du aus dem heiteren Himmel vom Blitz getroffen wirst, eine Eisschicht überzogen wirst und in Flammen aufgehst. Easy. Warum? Warum, Freya? Warum? Gut. Wo ist denn die Höhle dort? Ist da die Höhle? Nee, das... Ha, okay, dort. Gut. Das müsste hier sein? Nee, dort. Okay, ja, wie auch immer. Egal. Wir machen für heute Schluss und ihr könnt am Freitag weitersehen, wie ich mich anstelle bis dahin, weil eigentlich wollte ich ja hierhin, hat ja super geklappt. Ich meine, wir werden halt immer durch die Hauptquest so, geh dahin, nein, dann geh dahin, dann geh dahin, dann geh wieder dahin. Ja, wir versuchen dann wirklich beim nächsten Mal hierher zu kommen. Ich versuch's, ich gebe mein allerbestes. Und wenn ich halt die ganze Zeit kämpfen muss und die Gefahr besteht, dass ich halt irgendwie einfriere, verbrenne oder vom Blitz getroffen werde, dann gehen wir doch recht schnell dahin. Ja, keine Ahnung. EP geil, ne? Kennt ihr wahrscheinlich. Man möchte am liebsten alles erledigen und alles machen. Ob es sich wirklich lohnt, glaube ich nicht. Egal. Danke, dass ihr dabei wart und ja, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.